Wie war die Erwartungshaltung vor dem Turnier? Was habt ihr euch so vorgestellt, was euch da erwartet, wie weit ihr es schaffen könnt? Ich glaube, die Zielsetzung war natürlich, dass wir die ersten 8 schaffen. Das war so der Wunschgedanke, das, glaube ich, war die Zielsetzung zu Beginn. Auf ihr geilen Typen, hey! Und Frank! Wir haben gut gespielt, in der Vorbereitung haben wir gut gespielt, wir haben in den Vorrundenspielen gut gespielt und wir haben einfach gemerkt, da ist was drin. Ja? Da ist einfach was drin. Wir müssen hier und da noch die Feineinstellungen hinbekommen und dann können wir jeden Gegner schlagen. Hat es einen Moment gegeben, wo euch klar war, in diesem Turnier kann was Spezielles passieren, was Großartiges passieren? Was Spezielles vielleicht noch nicht, aber ich glaube, dass wir alle gemerkt haben, nach der Niederlage gegen die Schweden in der Gruppenphase, wo jeder gesagt hat, dass die Schweden mit zu dem Favoritenkreis zählen und wir eigentlich gemerkt haben, hoppala, wir sind eigentlich überhaupt nicht weit weg. Wenn man bei der WM gegen Schweden verliert, auch wenn es knapp ist, dann sagt man sich, ja, ein gutes Spiel, man kann zufrieden sein, aber da war es wirklich so, dass wir sauer waren, weil wir waren die bessere Mannschaft und wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Ich weiß, nach den letzten WMs, die wir hatten, war der Marco schon in der Kabine so, dass er uns das Gefühl gegeben hat, das ist nicht gut genug, einfach nur ins Viertelfinale zu kommen und dann zufrieden zu sein, sondern wir müssen einfach den nächsten Schritt machen. Ja, ihr habt zumindest das nächste Spiel dann auch gewonnen gegen Norwegen. Das war der erste Sieg. Wie war da die Stimmung danach, dann, nachdem man im Penaltyschießen weiß, komm, wir können nicht bloß mithalten und knapp verlieren, sondern wir finden einen Weg, nach 60 Minuten auch zu gewinnen? Ja, es ist klar, es ist im Penaltyschießen entschieden worden, aber ich glaube, hat man einfach gesehen, dass der Wille der Mannschaft sehr, sehr groß ist. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Ich weiß nicht, ich finde auch die Art und Weise, wie wir das Spiel gewonnen haben, hat einfach uns noch mal enger zusammenrücken lassen. Es war ein sehr, sehr enges Spiel. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Und dann am Schluss halt, dass die, glaube ich, 3 Penaltyschützen gleich getroffen haben. Das war irgendwie so ein befreiendes Gefühl, also zumindest bei mir. Irgendwie, ich bin wirklich mit einem super guten Gefühl dann ins Bett gegangen. Danach habt ihr gewusst gehabt, okay, es wird gegen die Schweiz gehen, vorm Spiel gegen die Schweiz. Also Qualifikation zum Viertelfinale. Dachtet ihr euch, hey, es gibt nichts Geileres, als die Schweizer jetzt zu bekommen? Oder dachtet ihr, ach komm, jetzt müssen es die Schweizer sein? Nee, wir fanden es super, dass die Schweizer werden. Ja, man mag die, als Deutscher mag man die Schweizer haben. Ja, also irgendwie, die Schweizer, die spielen ja wirklich tolles Eishockey und haben sich ja so toll entwickelt. Aber wir hatten irgendwie das Gefühl, in diesen entscheidenden Momenten schlagen wir die Schweizer. Du magst gegen Korn verlieren und gegen die Schweizer schon gleich 3-mal nicht da. Und für das war das eigentlich ja, das perfekte Spiel für uns. Gerade diese Overtime-Siege sind in einem Turnierverlauf oder auch in einer Playoff-Serie oder so, haben das Momente, wo du unglaublich viel Energie rauszirkst. Ja, dass wir das natürlich da 2-mal haben machen dürfen und auch erfolgreich gemacht haben, war natürlich gleich für die ganze Mannschaft nur mal so ein extra Boost, wo du so viel Energie rauszirkst und so viel Adrenalin kriegst in dem Moment, wenn das Tor fällt, die ganze Bank aufspringt, du in die Kabine reinkommst. Das sind einfach ja, Momente, die im Großen und Ganzen eigentlich nur positiv für die Weiterentwicklung im Turnier stehen. Und das, glaube ich, hat man gemerkt, dass noch so am Tor vom Seidi dann mit dem Gedanken, Schweden war man nah dran, waren wir auf dem Weg dahin, dass wir denken, dass wir unbesiegbar sind. Ja, das war dann letztendlich Richtung Ende des Turniers, glaube ich, haben wir das wirklich gedacht und dementsprechend sind wir auch so weit gekommen. Du hast auch einen Entscheidungstreffer geschossen, 2-1, das euch dann ins Viertelfinale geführt hat. Wie war es nach dem Spiel? Schweiz ausgeschaltet, Viertelfinale, wieder die Schweden, wo man schon nah dran war. Wie war die Stimmung da in der Mannschaft? Erstmal sind wir durchgedreht wieder in der Kabine nach so einem Sieg. Ich habe mir beim Jubeln fast das Knie wieder zerlegt, weil ich die Säge ausgepackt habe. Aber nee, es war einfach ein unglaubliches Gefühl, ja, dass wir wussten, jetzt sind wir im Viertelfinale. Da haben wir, glaube ich, uns noch gar nicht mehr beschäftigt, wer jetzt als nächstes kommt, sondern haben uns einfach nur gefreut, den Moment genossen und dann uns am nächsten Tag dann auf Schweden vorbereitet. Man muss sich das vorstellen, bei Olympischen Spielen ein Kraftraum und da wird ein Vorhang zugezogen und links wärmt sich Team Deutschland auf und rechts Team Schweden. Und ich hatte schon das Gefühl, das war im Warm-up-Kraftraum schon so ein Battle. Ich erinnere mich an die Schweden, wie die sich da warm gemacht haben. Und ich wusste, also unterschätzen tun die uns nicht nochmal. Ne? Die haben sich da vorbereitet. Und nichtsdestotrotz hatten wir das Gefühl, wir können die schlagen. Und wir haben uns dann einfach nach diesem Schweiz-Spiel, spätestens in dem Schweden-Spiel, einen Rausch reingespielt. Wir haben das System, also besser kann man dieses System nicht umsetzen. Da war wirklich, das hat einer für den anderen und da ist keiner abgefallen.
Also alle haben wirklich ihr bestes Eishockey gespielt. Nur so hat es gereicht. Ich bin einfach nur unglaublich stolz, heute dabei gewesen zu sein. Danny, super Arbeit wieder am Anfang vom Spiel, wie du uns im Spiel gehalten hast. Die ganzen PK-Jungs, 5 gegen 5, jeden Schuss geblockt, alles dafür gegeben bis zum Ende. Auch was nochmal irgendwann 3-3 haben wir nicht aufgehört, uns zu glauben. Und Raimi, unglaublich, hast du hier gut ausgeholt jetzt. Sollen wir was sagen? Ja? Ja. Gut, Jungs! Vorher ist man schon im Olympischen Dorf so ein bisschen rumgelaufen, oh, das ist Russland und Team Kanada und die Schultern wurden schon ein bisschen breiter so von Runde zu Runde. Und dann war so der Gag bei uns in der Mannschaft, so, wen schicken wir als nächstes zu Hause? Ne? Und dann haben wir gesagt, wir fegen das Dorf hier leer, haben wir gesagt. Und da haben wir gesagt, eine Nation nach der anderen fegen wir hier aus der Mensa raus.